dann 25 Jahre mehr Demokratie. Was wünschen Sie uns und was dürfen wir uns von der Linken wünschen in Zukunft? Da ich ja Vereinsmitglied bin, kann ich ja nur sagen, weiter so. Und da ich in Thüringen mit Mehr Demokratie e.V. das erste größte erfolgreiche Volksbegehren Thürings mit auf den Weg gebracht habe, sage ich, es ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. Wir sind jetzt in der Mitte der Etappe und jetzt kommt es darauf an, einen Durchbruch auf der Bundesebene zu bekommen. Die Linke hat ja in den Deutschen Bundestag schon zu Beginn der Legislatur einen Gesetzentwurf eingebracht. Es scheitert ja meistens an der CDU. Herr Gysi, wie ist denn Ihre Hoffnung? Müssen wir nochmal 25 Jahre alt werden, bis die CDU auch umdenkt oder wird es vielleicht vorher was? Das hängt davon ab, wie stark Sie werden, wie stark wir werden und wie stark andere werden und ob es uns gelingt, den Zeitgeist zu verändern. In dem Moment, wo die Medien ganz viel darüber diskutieren, auch positive Erfahrungen aus der Schweiz übertragen werden. Ich weiß, dass es da auch andere gibt, das ist völlig klar. Und trotzdem, in dem Maße, wie das als Thema zunimmt, kippt dann auch die Union. Die ist ja jetzt schon dabei, beim flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn zu kippen. Was glauben Sie? Aber das hat wirklich lange gedauert, muss ich sagen, bis wir dort den Zeitgeist und damit auch die Union partiell zumindest verändert haben. Und deshalb sage ich, ja, so müssen wir weitermachen. Das sage ich immer den jungen Leuten. Junge Leute sind noch ungeduldiger als ich, was ich ja gut verstehe. Die wollen heute was anfangen und in 4 Wochen muss das gelaufen sein. Das ist so nicht hinzukriegen in der Politik. Man braucht einen längeren Atem, aber wir werden es schaffen. Wenn ich es noch erlebe, na, das wäre schon toll, aber Sie erleben es bestimmt.